In diesem Video geht es um den Koop-Modus in FIFA 22. Um einen Freund für Koop einzuladen, musst du in Ultimate Team R2 drücken. Dort siehst du dann deine Online-PSN-Freunde. Oben werden die angezeigt, die auch gerade online sind. Von dort aus kannst du jetzt eine Einladung für den Koop-Modus verschicken. Derjenige, der zur Koop-Lobby eingeladen hat, ist der Host. Er kann zwischen Squad-Battles, Division Rivals und Freundschaftsspielen wählen. In jedem Modus wird dann mit dem Team des Hosts gespielt. Der Host kümmert sich dann auch ums Teammanagement und die Trikotwahl. Das Matchmaking basiert dann auf das höchste Skill-Rating von dir und deinem Mitspieler. Also als Beispiel, wenn du schon in Rang 3 bist, dein Mitspieler aber noch in Rang 7, wird ein Gegner aus Rang 3 gesucht. Für die Spiele, egal ob in Squad Battles oder Division Rivals, bekommt ihr natürlich beide Punkte. Wie viele Punkte ihr bekommt, hängt davon ab, in welcher Division ihr seid. Ihr bekommt also unterschiedlich viele Punkte, obwohl ihr zusammen gespielt habt. Der Spieler in Rang 3 bekommt natürlich mehr Punkte als der Spieler in Rang 7. Zudem wird es immer wieder Aufgaben geben, bei denen ihr zu zweit spielen müsst. Diese Koop-Aufgaben könnt ihr dann gemeinsam abschließen. Wenn gerade mal keiner deiner Freunde online ist, mit dem du Koop normalerweise spielst, kannst du gerne auf unserem Discord-Server vorbeischauen. Dort haben wir extra ein paar Channels eingerichtet, bei denen man Koop-Mitspieler suchen kann. Der Link dazu ist ganz oben in der Videobeschreibung. Die Chats sind jetzt gerade schon sehr aktiv, hier findet man auf jeden Fall Mitspieler. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns noch sehr über ein Abo und ein Like freuen. Bis zum nächsten Video.